Wunderschönen guten Abend. Heute am Montag. Heute sind wir in Miesbach. Schön, dass du einschaltest. Schön, dass du hier bist. Wunderbare Aktion. Mich freut jedes Mal, wenn du auf der Straße bist, dir es nachher anguckst oder wir dich hier treffen, egal wo. Wie gesagt, heute Stadt Holzkirchen hatten wir eigentlich geplant. Wir waren noch rechtzeitig dran, dass wir es nach Miesbach geschafft haben. Und ihr seht, es füllt sich. Es ist richtig viel los. Man hat uns auch gleich gesagt, es geht um kurz nach sieben hier immer los. Es waren gerade nur 15, 20 Leute da und im Minutentakt verdoppelt sich dann quasi die Menge, bevor dann losgelaufen wird. Wir sind jetzt genau da, wo es jetzt losgeht. Es bewegen sich jetzt alle Leute hier rauf die Straße und ich sage euch, Miesbach immer eine Reise wert. Ich war vor vielen Jahren zum letzten Mal da und es ist richtig gute Stimmung. Also die Leute reden miteinander, es kommt alles zusammen aus dem ganzen Dorf, bunt gemischt. Man hat mir auch gerade eben gesagt, politisch völlig uninteressant. Das hier ist überhaupt keine Parteigeschichte oder ähnliches, sondern querbeet, sie haben alle genug. Und spazieren gehen, friedlich sein. Hier wird von der Polizei wohl begleitet, aber nicht interveniert, hat man uns auch gerade eben gesagt. Wir sind also sehr gespannt. Wir gehen jetzt auch gleich mit, schauen uns an die Runde, die in Miesbach gemacht wird. Und Grüße an Bayern. Geht auf die Straße in jedem kleinen Dorf, vernetzt euch, kommt zusammen, bringt egal was mit, dass man sich austauscht, dass man für die Zukunft hier weiterkommt und wir sammeln für die nächste Zeit, dass es immer mehr Leute werden. Leider nicht ARD, ZDF. Nicht? Nee, leider nicht. Hey, die Schalks aus der Professionelle. Vielen Dank. Aber wir sehen nur so aus. Hier haben wir einen sehr interessanten Moment von Spaziergang, weil der Spaziergang ist so, hier laufen ganz viele Leute ganz seltsame Wege und dann trifft man sich plötzlich wieder hier. Und dann sammelt man sich da wieder und dann geht es wieder eine Runde weiter. Also super spannend, habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist gehfaul. Ich finde es gut, auch mal wenig spazieren. Versprochen, der kürzeste Umzug, an dem ich jemals teilgenommen habe, aber auch der versoffenste. Alkoholverbot leider, sonst hätten wir hier wirklich einen sitzen, weil es gibt hier ordentlich was zu trinken, aber leider kein Glühwein, nur Kinderpunsch quasi, aber lecker, sage ich euch. Das heißt, ihr seht, alles voll, man trifft sich hier halt, man quatscht miteinander und das ist gut so. Das heißt, die sind schon einen Schritt weiter, die brauchen gar nicht mehr so weit laufen, das waren wirklich nur ein paar hundert Meter, aber der harte Kern hat eine extra Runde gedreht, ist dann trotzdem hier gelandet. Und ich sage euch, Miesbach, immer Reise wert. Und weil wir jetzt gerade beim Was kaufen sind, ihr wisst ja, auch am Mittwoch lockt die Innenstadt wieder mit Rabatten. Es gibt einige Einzelhändler, die haben für Mittwoch extra zwischen 18 und 19 Uhr entsprechende Rabatte rausgehauen. Und natürlich, ihr wisst ja, Maroni, Maroni, Maroni. Deswegen meine Bitte an euch, ich habe beim letzten Mal zu wenig Maroni bekommen. Und das wollen wir diesmal natürlich ändern. Deswegen sage ich ganz offen, Mittwoch, wisst ihr ja, heute ist Miesbach the place to be. Aber ansonsten halt ist bei mir Innenstadt am Mittwoch immer schwer empfohlen. Da werde ich auch wieder dann da sein. Leider ohne Team. Das Team hat dann mal frei. Mal schauen, ob ich eine zweite Kamera noch auftreiben kann. Im Zweifelsfall müsst ihr halt mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das reicht. Und wir bleiben natürlich dabei, berichten live, was sich der Herr OB Reiter und Co. wieder ausgedacht haben für den Mittwoch und zeichnen natürlich trotzdem irgendwie auf und schauen, dass wir die ein oder andere Information sammeln. Wie gesagt, die Einladung gilt immer noch. Bitte kommen Sie vor die Kamera, äußern Sie sich, uncut, und wir gehen natürlich mit allen Menschen vor die Kamera, die möchten und sich ordentlich artikulieren. Versprechen auch nicht schneiden, kein Framing. Wir versuchen das alles wegzulassen. Gehen wir aus der Spaltung raus, reden wir miteinander, trinken wir einen miteinander. Und verbinden wir uns, vernetzen wir uns. Deswegen teilen, liken, abonnieren, sei so gut. Wir leben davon, dass du mitmachst.
und immer wieder Selfies machen, posten, wo ihr gerade unterwegs seid. Geht auf die Straße, geht spazieren, speziell Montag. Ganz tolle Geschichte. Ist gut für die Verfassung, auch für die eigene. Euer Mick und Team aus Miesbach heute am Montag.